Hier sind die EMS-TV News. Heute ist Montag, der 28. März. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Ein Transporter und ein PKW kollidierten am Nachmittag im nördlichen Emsland. Eine Person wurde dabei im Fahrzeug eingeschlossen. Am Nachmittag soll in Surwold der Fahrer eines Transporters die Vorfahrt eines PKW missachtet haben. An einer Kreuzung auf der Straße am Sandberg stieß der Transporter mit dem von rechts kommenden Mercedes zusammen. Der Mercedes mit dem 23-jährigen Fahrer blieb auf der Straße. Der Transporter kippte in den Seitenraum auf die Fahrerseite. Der Fahrer des Transporters wurde im Führerraum massiv eingeklemmt und konnte erst nach rund 45 Minuten von der Feuerwehr befreit werden. Ein Notarzt versorgte während der Bergung den Verletzten. Der Patient ist wohl ein bisschen schwerer verletzt. Dadurch haben wir den Rettungsdienst bzw. einen Hubschrauber angefordert, dass er mit dem Hubschrauber versorgt wird. Der schwer verletzte Transporterfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der eher leichter verletzte Mercedes-Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Meppen eingeliefert. Am Wochenende hat die Unaufmerksamkeit einer Autofahrerin für mehrere Verletzte gesorgt. Julia van der Zee mit den Einzelheiten. Gestern Nachmittag gegen 15.20 Uhr ereignete sich in Neunkirchen im Landkreis Vechta an einer Kreuzung ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Fahrerin eines Mercedes übersah ein Stoppschild und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die Stoppkreuzung. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden Skoda, welcher auf der vorfahrtsberechtigten Straße fuhr. Beide Autos schleuderten von der Straße und landeten im Seitenraum. Die Unfallverursacherin wurde mit ihrem PKW vor einen Baum gedrückt. Dabei schob sich der Skoda unter den Mercedes. Alle Personen waren, als wir am Unfallort ankamen, aus den Fahrzeugen von Ersthelfern befreit worden. Die Aufgabe von uns, von der Feuerwehr, bestand darin, die Batterien stromlos zu machen, den Einsatzort abzusichern und den Rettungsdienst zu unterstützen. In dem Skoda befanden sich vier Insassen. Zwei davon wurden schwer und die anderen beiden leicht verletzt. Die Fahrerin des Mercedes wurde ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt waren 5 Rettungswagen, 3 Notärzte, ein Rettungshubschrauber sowie 4 Einsatzwagen der Feuerwehr vor Ort. Am Freitag war es in Lingen laut auf den Straßen. Die neue Fridays for Future Ortsgruppe hat kurzerhand einen lokalen Demozug auf die Beine gestellt. Gerade einmal 11 Tage hatte die neu gegründete Fridays for Future Ortsgruppe in Lingen, um ihre Teilnahme am globalen Klimastreik zu organisieren. Denn vor 2 Wochen erst hatte sich die Gruppe bestehend aus 24 Mitgliedern gegründet. Gemeinsam hat sie sich zum Ziel gesetzt, sich in Lingen für den Klimaschutz einzusetzen. Ihre erste Amtshandlung war es, sich mit einem lokalen Demozug am globalen Klimastreik am vergangenen Freitag zu beteiligen. Um 16 Uhr startete sie gemeinsam mit weiteren 96 Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten einen Demozug vom Bahnhof aus unter lautem Gesang in Richtung Innenstadt. Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Zukunft haben. Unsere Ziele und klaren Forderungen sind, dass wir endlich zu den erneuerbaren Energien kommen. Das heißt, dass wir uns nicht mehr abhängig von anderen machen, weil das die Krisen einfach nur ankurbelt und nicht verhindert. Und wir wollen ein Tempolimit unter anderem, um die Emissionen zu senken. Aber nicht nur für das Klima wurde an diesem Tag demonstriert. Auch für den Frieden und aus Solidarität mit der Ukraine ging sie auf die Straße. Ihr Zielort war der Marktplatz. Dort endete die Demonstration nach ca. 1,5 Stunden mit einer Rede. Interessierte konnten sich an dem Infotisch der Gruppe am Marktplatz über deren Ziele informieren. Also es war sehr, sehr gut. Wir waren sehr laut hier. Alle hatten Bock und Direkt diese Woche trifft sich die Ortsgruppe erneut, um die Veranstaltung Revue passieren zu lassen. Weiter laut zu sein und auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, möchte sie auf jeden Fall. Wann und was genau ihre nächste Aktion sein wird, steht noch nicht fest. Die letzten 2 Jahre haben nicht viele Gründe zum Feiern geliefert. Eine Stadt im Emsland ließ es sich aber nicht nehmen und begann am Freitag ihre Geburtstagsfeierlichkeiten. 2 verwandte Familien. 750 Jahre Stadtrechte für Haselünde. Den Auftakt dieses Jubiläumsjahres machte der öffentliche Bürgerempfang am Freitag. Zum ersten Mal seit 2018 konnte dieser wieder veranstaltet werden.
Entsprechend umfassend war auch der Rückblick auf die letzten Jahre. Bürgermeister Werner Schreer richtete seinen Dank in eine ganz bestimmte Richtung. Dass die Bürgerschaft die Stadt Haselünne so in dieser schwierigen Phase auch mitgetragen hat, sei es zum einen das Auslaufen der bisherigen Flüchtlingssituation aus 2015, 2016, dann in 18, 19, aber dann eben auch die Rahmenbedingungen rund um die Corona-Pandemie, wo die Bürgerschaft doch noch mal ein starkes Signal an Unterstützung und dergleichen für Menschen gesetzt hat, die dann in dieser Phase zum Teil eben doch isolierter und alleiner waren. Dieses Engagement wurde beim Bürgerempfang ebenfalls gebührend gewürdigt. Ein Highlight dürfte demnach die Vergabe des Ehrenamtspreises gewesen sein. Damit wurden zwei Haselünnerinnen ausgezeichnet, die sich besonders empathisch um Geflüchtete gekümmert haben bzw. den Menschen in Haselünne in allen Lebenslagen unterstützend zur Seite standen. Ein weiterer Ausdruck des Engagements in Haselünne bezeugt die neu gegründete Angela Merici Stiftung, die erstmals vorgestellt wurde. Die mit dem heutigen Tag ein Fundament für eine breitere, vielleicht auch umfassendere Bildung in Haselünne und der Region setzen wird. Und dieses hervorgerufen aus dem bürgerschaftlichen Engagement. Die Stiftung will jungen Menschen in der Region zum Beispiel bei der Umsetzung von Innovationen helfen. Der Leitspruch "auf bewährten Wegen Neues wagen" bringt zum Ausdruck, dass die Stiftung Tradition und Fortschritt zusammenbringen will. Neben diesen zahlreichen Gründen zum Feiern dürfte aber auch der Ausblick auf die kommenden Monate nicht fehlen. Neben Investitionen und dem Korn- und Hansemarkt freut sich Schreer auf ein weiteres Jubiläum. Wir werden in dem Zuge auch unsere 30-jährige Partnerschaft mit unserer Partnerstadt St. Flour in Frankreich feiern können. Und auch das wird nochmal ein wunderbarer Tag der Begegnung mit unseren europäischen Freunden. Das europäische Bewusstsein in Haselünne zeigte sich auch durch den Moment der Solidarität, als die Kapelle die ukrainische Hymne spielte und spontan Spenden gesammelt wurden. Wer sich nach dem Jubiläumsauftakt die Zeit bis zum nächsten Fest verkürzen möchte, kann dies mit dem 750 Jahre Haselünne Buch und Jubiläumslikören tun. Die letzten beiden Saisons im Ferienzentrum Schloss Dankern wurden von der Corona-Pandemie bestimmt. Dieses Jahr soll endlich wieder normal werden. Am Freitag startete das Ferienzentrum Schloss Dankern in Haaren in die Saison 2022. In den Wintermonaten hat die Betreiberfamilie Landsberg-Fehlen rund 750.000 Euro investiert, um den Freizeitpark für die Besucherinnen und Besucher noch attraktiver zu machen. Die Highlights, die wir in diesem Jahr haben werden oder wo wir sehr viel rein investiert haben, sind im Grunde ein neuer Wasserspielplatz auf dem Spielplatz, der leider noch nicht fertig ist, weil durch Corona-Ausfälle in der Firma verzögert sich das doch um 14 Tage. Dann haben wir den See ausgebaut und vertieft, sodass wir wieder dort eine Wassertiefe haben, um Wasserski wieder komplett anbieten zu können, und haben dort den Strand komplett neu hergerichtet. Und im Spielland gibt es einen neuen Kletterberg und die Rutsche haben wir noch mal komplett neu beschichtet, dass die jetzt noch mal ein Tucken schneller wieder ist. Corona bedroht weiterhin die Planungen. Zum Start gilt bis zum Auslaufen der aktuellen Verordnung am 2. April erst einmal die 3G-Regel. In den vergangenen beiden Jahren hat die Corona-Pandemie beträchtliche Umsatzausfälle zur Folge gehabt. Für die letzten beiden Jahre konnten wir erst Ende Juni öffnen und das bis zu dem Zeitpunkt im Vergleich zu 2019 jedes Jahr 10,6 Millionen Euro Umsatz im Grunde gefehlt haben oder weggefahren sind. Im letzten Jahr hat Friedhelm Freier von Landsberg-Fehlen die Geschäftsführung an seinen Sohn Christian übergeben. Um den Grad der Mitarbeiterzufriedenheit zu erheben und zu erfahren, welche Verbesserungen sich die Belegschaft wünscht, initiierte der Sohn eine Mitarbeiterbefragung. Die Vorschläge wurden fast alle umgesetzt, denn die Mitarbeiterzufriedenheit spielt für den Betrieb des Ferienzentrums eine besondere Rolle. Wir haben unsere ungefähr 500 Mitarbeiter, sind ungefähr 420, sind Saisonarbeitskräfte. Das heißt, sie arbeiten für 8-9 Monate hier. Das heißt, sie müssen jedes Jahr auch wiederkommen. Und diese Mitarbeiter zu halten, ist ungleich schwierig. Und deswegen sind wir froh, dass wir das gemacht haben. Denn sie sind eigentlich zu 90% auch wiedergekommen, diese Mitarbeiter. Die Familie Landsberg-Fehlen hofft, dass trotz der aktuell hohen Fallzahlen die Corona-Pandemie die Saison 2022 möglichst wenig beeinträchtigt
und die Besucherinnen und Besucher zahlreich in das Ferienzentrum strömen. Ja, dem Ferienzentrum wünsche ich eine schöne Saison und Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.